Jetzt ist ja so ein Auslandssemester mit ein bisschen Organisation verbunden. Wie muss man sich das vorstellen? Was musstest du da alles machen? Ich sehe das ja immer nur von der anderen Seite. Wie sieht es für einen Studierenden aus? Also der Aufwand, ich glaube, das stellt man sich schlimmer vor, als es tatsächlich ist. Wenn man Bock hat zu sagen, hey, ich möchte ins Ausland gehen, dann stellt sich die Frage nach dem Land. Also das macht man ja voll gerne, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Was tatsächlich ein geringer Aufwand oder ein gewisser Aufwand war, so die Kurswahl, damit man eben Fächer findet, die auch passen. Ich fand es bei uns super gut, weil wir halt auch in meinem Fall noch mit Wahlmodulen sehr flexibel waren und einfach Fächer zu finden war nicht so schwer. Aber dann doch Fächer zu finden, die wirklich auf ein Fach bei uns passen, ist manchmal ein kleines Heckmeck, aber es funktioniert eigentlich überwiegend sehr gut. Super. Finde es also nicht so schlimm. Nee, und für eine Seite DIN A4, dafür, dass man ein monatliches Stipendium bekommt, ich finde, das kann man schon mal machen. So, das hält sich in Grenzen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.